Hey, was geht ab? Mein Name ist Ignaz. Auf diesem Channel gibt's alles rund ums Thema Online-Business. Wenn du also daran großes Interesse hast, auf jeden Fall einmal abonnieren und auf die Glocke drücken. Und in diesem Video geht's einmal um das Spiel Cashflow. Besser gesagt Cashflow Classic von Robert T. Kiyosaki. Falls du sein Buch Rich Dad Poor Dad gelesen hast, ich hab's irgendwo rumliegen. Hier ist es einmal Rich Dad Poor Dad von Robert T. Kiyosaki. Was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen. Hier ist der Untertitel nicht mal anders, ist auch egal. Wenn du es gelesen hast, weißt du, wovon jetzt gerade einmal die Rede ist. Wenn du es nicht gelesen hast, dann hast du irgendwas falsch gemacht, würde ich sagen. Und das Geile ist, die Classic-Version ist halt eben wirklich kostenlos zum Spielen, ist also ein Browser-Game. Da einmal bitte auf richdad.com gehen, dich einmal hier kostenlos registrieren. Und dann kannst du auch das Cashflow Classic-Spiel spielen. Das gibt's hier unter Products, hier ist das Ganze free. Klickst auf Play Now. Und schon kannst du loslegen. In diesem Video geht es erstmal darum, ich will dir die Basics erklären. Ich will dir die Spielregeln erklären, wie funktioniert das Ganze. Wenn du dich gerade vielleicht noch ein bisschen wunderst und dir denkst, okay, was ist das für ein Dreck? Dieses Spiel ist vergleichbar mit, ich würde sagen, Monopoly, nur es ist ungefähr 100 Mal besser, weil es dir erklärt, auf welche Art und Weise du denken und handeln musst, um dir zusätzliche Einkommensströme aufzubauen und somit deinen Cashflow zu erhöhen, also deinen Einkommensfluss, den du jeden Monat hast. Und das Ziel dieses Spiels ist einfach, mit deinem zusätzlichen und möglichst so gut wie es geht passiven Einkommen mehr zu verdienen, als du für deinen Lebensunterhalt ausgibst. Na, sagen wir mal, du hättest als Beispiel, keine Ahnung, ist nur eine Beispielrechnung, 2000 Euro oder meinetwegen 2100 Euro, die du als Lebensunterhalt hast, sprich das ist wirklich das Geld, was du jeden Monat brauchst, um zu sagen, okay, ich brauche das zum Leben. Und um aus diesem Hamsterrad zu entfliehen, den du jeden Monat drinne bist, geht es darum, dein Cashflow über die Lebensunterhaltungskosten zu bekommen. Das am besten möglichst passiv und schon bist du aus dem Hamsterrad draußen. So, wovon rede ich eigentlich? Machen wir jetzt hier einen neuen Raum auf. Create new room und spiel erstmal. Ich lasse erstmal niemanden joinen. Ja, create game und zeige dir einfach mal, wie das Ganze funktioniert. So, wieso sieht das so ein bisschen strange aus? Ich mach das mal größer. Wie du siehst, ist es halt so eine Art Boardspiel. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Brettspiel, genau. War nicht schlecht. Und du fängst hier im Hamsterrad an. Ja. Und dein Ziel ist es dann natürlich, wenn du den Cashflow so hochgetrieben hast, dass du über die Lebensunterhaltungskosten kommst, dann kannst du auch raus aus dem Hamsterrad. Das ist hier das Ziel. Oder der erste Schritt eigentlich zum Ziel, das Ganze dann hier auch zu meistern. Und das Erste, was du dir aussuchst hier beim Spiel, ist ein Traum. Ja, was willst du erreichen? Das sieht immer noch ein bisschen komisch aus. Jetzt besser. Also, was willst du erreichen? Willst du dir zum Beispiel zum Cannes Film Festival oder willst du eine private Fischzucht im Montana Lake? Wie du siehst, das Ganze ist auf Englisch. Wenn du also dem Englischen nicht mächtig bist, das ist ein bisschen schwer, das Spiel zu spielen. Und ich entscheide mich jetzt einfach mal hier für den Dream. Keine Ahnung, ich will Präsident werden. Nee, das nicht unbedingt. Hier, keine Ahnung, 7 Weltwunder angucken. Ja, in ein Flugzeug steigen oder Boot oder was auch immer. Und sich die 7 Weltwunder angucken, das ist mein Traum. Deswegen will ich aus dem Hamsterrad raus. Also jetzt hier, in dem Spiel zumindest. Und dann klicke ich da mal auf Choose. Und merke, dass meine Batterie gleich leer ist. Auch nicht schlecht. So, jetzt habe ich hier einmal 2 virtuelle Würfel, die ich rollen kann. Das erste, was ich zeigen will, ist hier das Financial Statement. Sprich, jedes Mal, wenn du das Spiel beginnst, dann wird dir ein Job zugewiesen. In diesem Fall bin ich jetzt ein Business Manager, bekomme da $4,600. Das kannst du hier unten einmal sehen, hier ist der Total Income, also das, was du dann da jeden Monat verdienst, $4,600. Die Expenses, also die Ausgaben, sind minus $2,870. Und übrig bleibt dann jeden Monat $1,730. So. Was den Job angeht, ist von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Mal bist du irgendwie LKW-Fahrer, dann bist du eine Krankenschwester, dann bist du vielleicht ein Polizist oder ein Doktor oder arbeitest irgendwie bei McDonald's. Nein, das gibt's nicht im Spiel. Und dann kannst du hier auch sehen, okay, alles klar, Taxes, also Steuern muss hier in diesem Beispiel so viel gezahlt werden. Hier siehst du, ist eigentlich jedes Mal mit dabei. Home Mortgage, also der Kredit für das Haus, ja, hier kann man es auch nochmal sehen, $75,000 ist das in dem Fall, dann einmal das Auto, ja, da wurde auch ein Kredit aufgenommen, also $120 jeden Monat
die in den Ausgaben mit drin sind. Kreditkarte, Retail Payments, also da wurde ein Sofa oder ähnliches gekauft und andere Ausgaben noch. Wie gesagt, jedes Mal, wenn du ein Spiel beginnst, ist das immer unterschiedlich. Und unser Ziel ist jetzt natürlich Folgendes, und zwar, wir wollen, dass das passive Einkommen über $2,870 kommt. Oder natürlich, was auch möglich ist, wir minimieren diese Summe hier zum Beispiel auf $2,000 und schon musst du nur noch $2,001 an passiven Einkommen generieren, um hier einmal aus dem Hamsterrad rauszukommen. So, genug geredet, Ignaz, ich klicke einfach mal auf Roll. Da wird mir schon eine sogenannte Deal Opportunity angezeigt, also ein Geschäftsdeal, den ich machen kann. Wenn ich auf Small klicke, sind es halt Deals unter $5,000. Wenn ich auf Big klicke, sind es halt Deals über $6,000. So, wenn wir mal gucken, wir haben jetzt $400. Ich klicke mal auf Small und dann wird hier zum Beispiel verschiedene Sachen angezeigt. Also du kannst hier in Immobilien investieren, du kannst in Aktien investieren. Du kannst in Firmen oder Firmenanteile investieren oder in Land oder in Dinge wie Gold oder was es nicht sonst noch so alles gibt. Ich werde jetzt nicht alles vorwegnehmen. Ich will natürlich auch, dass du das Spiel selber kostenlos spielst. Der Link dazu findest du natürlich einmal unten in der Beschreibung, sowie auch ein gratis E-Book von mir. Und ich klicke mal kurz auf Pass. Ja, so lehne das Ganze einmal ab. Würde hier nochmal die zwei Optionen zeigen, die auch funktionieren. Einmal Repay heißt, wenn du genug Cash hast, also genug Geld, genug Bargeld, kannst du auch deine Kredite zurückbezahlen. Dadurch verändert sich natürlich dann auch deine Total Expenses, also deine Ausgaben dementsprechend. Und falls du irgendwie kein Geld mehr haben solltest, kannst du natürlich auch zur Bank rennen und sagen, ich will Geld leihen. Das geht dann natürlich auch. Hier in dem Fall sind es immer 10% Zinsen, was dann auch nicht gerade wenig ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier $1,000 ausleihen will oder mir halt einen Kredit nehmen will für $1,000, dann sind es, wie du sehen kannst, hier $100, die man dann noch jeden Monat zahlt. So, ich klicke mich noch ein bisschen weiter, versuche das eine oder andere zu erklären und im nächsten Video geht es dann wirklich ans Eingemachte. Jetzt sind hier gerade zwei Dinge passiert. Zum einen bin ich über dieses Feld hier gestolpert, also rübergerollt, mehr oder weniger. Heißt, ich habe einen Payday gehabt, also einen Auszahlungstag oder einen Auszahlungsmonat, besser gesagt, und bin auch direkt auf solch ein gräuliches Feld gekommen. Das sind dann immer Felder, wo du irgendwelche Ausgaben hast. Ja, in dem Fall hier, Anniversary ist sowas wie Jahrestag, würde ich sagen, musst du $200 für zahlen. Manchmal geht irgendwas kaputt, ja, Waschmaschine geht kaputt, du musst dafür dann zahlen. Ja, genau aus so welchen Gründen hat man dann auch ein Langzeitausgabenkonto. Dazu in einem anderen Video von mir später noch deutlich mehr. So, ich muss das jetzt einmal bezahlen natürlich. Klick dann wieder auf Roll und dann gibt es hier wieder weitere Deals. Auf die Deals per se werde ich in den nächsten Videos nochmal eingehen. Da gibt es wirklich, sonst wird das hier zu viel. So, Downsize natürlich auch ein ziemlicher Tritt in den Hintern. Um da ein Beispiel für zu geben. Keine Ahnung, du verlierst deinen Job, weil Stellen abgebaut werden und bis du den nächsten Job findest, vergeht natürlich eine Zeit und diese Zwischenzeit musst du natürlich mit deinem Geld überbrücken. In dem Fall hier musst du $2,970 zahlen. Die habe ich zum Glück. Hätte ich die nicht, müsste ich einen Kredit aufnehmen. Anders würde das hier nicht gehen oder von irgendwo anders Geld leihen. Bezahle ich jetzt also einmal, muss dann auch ein paar Runden hier auf dem Brett aussetzen und gleich spielen wir auch gegen andere Leute, also man spielt das Spiel nicht nur alleine, ich hoffe, du hast bis jetzt nicht den Eindruck bekommen, aber um dir das Ganze einmal hier zu zeigen, was hier alles möglich ist, klicke ich mich noch ein letztes Mal durch, hier auf diesen, genau, perfekt, auf diesen blauen Feldern hier, hätte ich jetzt zum Beispiel bis zu diesem Punkt hier eine Immobilie gekauft und komme auf so ein blaues Feld hier, dann sind das meist Leute, die meine Immobilien kaufen wollen, oder hätte ich Aktien gekauft, wären das Möglichkeiten, die Aktien zu verkaufen. Oder hätte ich Land gekauft, könnte ich dann jetzt hier in dem Spiel das Land verkaufen oder Goldmünzen oder was auch immer man investiert hat. So, und ich glaube, als Erklärung und als Show reicht das erstmal ein bisschen. Im nächsten Video, worum geht's da? Genau, da werde ich auf eine Art und Weise spiele mit einem armen Mindset oder einem armen Geld-Mindset. Also sprich, alles, was in die Schublade Arm oder Mittelschicht gehört, auf diese Art und Weise werde ich im nächsten Video denken und spielen. Und ich kann jetzt schon mal so viel verraten, dass man sich sehr oft im Hamsterrad drehen wird und eigentlich kaum eine Chance hat, da rauszukommen. Und das Geile an dem Spiel ist halt einfach, es geht darum,
dass dir finanzielle Intelligenz beigebracht wird. Ja? Und ein anderes Spiel, das realitätsnaher ist, das kenne ich nicht. Man kann ja also wirklich mega geil lernen, worauf es ankommt, um aus dem sogenannten Hamsterrad zu entfliehen. Und ohne große Umschweife lade ich dich jetzt dazu ein, dir das nächste Cashflow-Let's Play von mir anzuschauen. Und wirf natürlich auch nochmal einen Blick unten in die Beschreibung. Dort schenke ich dir mein gratis E-Book, der Online-Business-Crash-Course für Anfänger. So, jetzt geht's hier ab zum nächsten Video. Wir sehen uns gleich wieder.